schafft und dass sie auf der Bodenfläche bleiben kann, 12 mal 12 Meter. Vielleicht der Tsukahara gebückt zu Beginn. Schön. Die anderthalb Schraube macht sie hier in die Schrittstellung, um dann direkt weiter zu turnen und dann noch einen Doppelsalto rückwärts in der Bahn dran zu hängen. Auch das gibt wieder Bonifikation durch die Kampfrichter. Und das kombiniert mit der Musik und tänzerischen Elementen. Und immer wieder, wenn ich Bodenturnen der Frauen sehe, freue ich mich, dass die Männer ohne Musik turnen. Es ist auch gar nicht immer so einfach, die richtige Musik zu finden als Turnerin, weil im Training muss man die ja bis zu 1000 Mal hören und die darf einem auch dann immer noch nicht zu den Ohren rauskommen. Die Trainer müssen natürlich auch damit einverstanden sein und nicht zuletzt die Kampfrichter, die am Ende die Bewertung abgeben. So, wir sagen einfach mal herzlichen Glückwunsch, Ellie Seitz, welcher Platz es auch werden mag am Ende, für ein tolles Jahr 2013. Ganz zufrieden ist sie nicht, aber wir freuen uns auf 2014, 15 und 16 dann in Rio de Janeiro hoffentlich. Genau.